Willkommen, ihr Lieben. Heute stelle ich dir die Frage, was für ein Paket schleppst du mit dir rum? Was liegt dir auf dem Herzen? Was lastet auf deinen Schultern? Mach es konkret, schreib es auf, schreib es in die Kommentare, mach ein Video, gib ihm eine Form, drück es aus. Dieses Paket, diese Last möchte gesehen werden. Erst wenn du sie siehst, bewusst wahrnimmst, ist das der erste Schritt. Du kannst etwas nicht lösen oder loslassen, was du nicht sehen, was du nicht spüren kannst. Das ist nämlich der nächste Schritt. Wenn du es siehst, wenn du es begreifbar machst, dann kannst du damit in Resonanz gehen, dass die zugrunde liegende Ursache oder die damit verbundene Emotion hochholen und ihr Raum geben, sie ausdrücken. Sonst bleibt sie womöglich weiterhin als Symptom, als Signal, als Krankheit in dir. Und du kannst das ganz alleine für dich machen, du kannst das in Beziehung zu mir machen oder in Beziehung zu deinen Mitmenschen, in einer Gemeinschaft, Freunden, Familie, Bekannte oder zu jemand komplett Fremdem. Es geht um dich, wie du dieses Paket vor dich stellst, es dir anschaust und es auflösen kannst, loslassen kannst. Die Aufgabe. Dieser nächste Schritt, dieser erste Schritt ist meistens die größte Hürde. Und danach lachen wir über uns selbst, was wir so lange mit uns mitgeschleppt haben, was uns gar nicht bewusst war, was im Verborgenen lag. Ich wünsche dir bei dieser Frage, was für ein Paket schleppst du mit dir rum und was ist der nächste Schritt? Diese tiefe Willenskraft, diese Öffnung, diese Leichtigkeit, das Paket zu lüften. Ganz viel Freude und Sonne im Herzen. Mach es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.